Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Herzlich willkommen zu unserem Smalltalk. Ist schon wieder eine Zeit lang her, dass wir sowas gemacht haben, deswegen höchste Zeit und schön, dass ich dich da habe, Desiree. Hallo! Wir sind heute bei dir und auch wenn es ein bisschen eine schwierige Zeit momentan ist, haben wir hier den notwendigen Quarantäneabstand. Natürlich. Aber wir lassen es uns nicht nehmen, dass wir, sage ich jetzt einmal, hier auch dieses kleine Interview mit aufzeichnen. Desinfektionsmittel in Sichtweite. Ja. Ja. Ja, inzwischen haben wir ja echt viele Shootings schon gemacht und sehr viel auch erlebt. Daraus ist auch so ein bisschen auch eine kleine Freundschaft entstanden. Ja, eine kleine. Und ja, viele Leute haben ihm halt geschrieben, bei der Fragerunde, die du ausgeschrieben hast, so, sie wollen ein bisschen mehr über dich persönlich wissen. Und ja, also ich kann mich noch gut erinnern, dass das erste Shooting, das hat es echt voll in sich gehabt damals. Du hast mich, glaube ich, schon ziemlich lange angeschrieben deswegen, wegen dem Shooting. Und wir haben es dann einmal geschafft. Und haben dann in einer echt wunderschönen Altbauwohnung geshootet. Die war traumhaft. Und ja, du kamst etwas übermüdet. Erzähle mal. Vielleicht ein bisschen. Ich war damals in der Nachtgastro tätig. Mhm. Und ja, ich habe damals auch bis um 5, 6 Uhr morgens gearbeitet. Ja. Und ja, mit einem kleinen Schwips natürlich bin ich dann nach Hause, habe mich geduscht und ja, für eine Stunde ins Bett gelegt, dann hat schon der Wecker geläutet und ja, dann bin ich schon zu dir gefahren, aber ja, lustigerweise war ich eigentlich ziemlich gut drauf. Ja, also verdammt gut drauf. Stimmt, ja, zu unserem Lieblingsfoto, das was wir haben, das ist ja auch als erstes eingeblendet worden. Stimmt. Das war am ersten Shooting, ja. Ja, das war schon ziemlich krass. Also ich habe es ja immer ganz gern, wenn man so Emotionen, sage ich jetzt mal, mit in die Bilder packt, weil für mich persönlich leben die Bilder erst, wenn sie auch so ein bisschen Emotionen und Good Vibes mittransportieren und einfach auch, sie zeigen einfach das Wesen von dir. Und wenn ich so bei unseren Shootings einfach zurückdenke, dann kann ich eins sagen, es war jedes Mal super lustig. Also bei uns ist ja prinzipiell so, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder so, schreibe ich dich an und eigentlich weißt du ja nie, was so richtig auf dich zukommt. Das ist meist so, aber ich bin immer voll dabei. Ja, voll. Ist wurscht, was extrem, ist, ich bin dabei. Und ja, also das finde ich einfach extrem, extrem schön. Und auch diese Unkompliziertheit, die wir einfach haben und an den Tag legen, wenn wir hier kreative, sage ich jetzt einmal, Machenschaften kreieren.
Nein, es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Bilder, sondern wir haben ja inzwischen auch das ein oder andere Video umgesetzt, sage ich jetzt mal. Das Interview ist hier keine Ausnahme. Das stimmt, ja. Also zweites Video, ein bisschen weiter zurückscrollen. Ja. Das ist eigentlich auch sehr gut angekommen, muss ich ehrlich sagen. Also mich würde es nicht wundern, wenn dir viele Mädels geschrieben haben, ich will auch so ein tolles Video haben. Ja, ja. Nein, das ist tatsächlich immer wieder aufs Neue überraschend. Weil ich finde, Bilder kommunizieren schon sehr, sehr viel an Good Vibes und Stimmung und so weiter. Aber die richtige Sympathie kommt eigentlich erst durchs Video selber. Weil dann sieht man einfach, wie du dich bewegst, wie du lebst, sage ich jetzt einmal. Und ja, da identifizieren sich halt auch sehr, sehr viele. Und deswegen treffen wir uns auch hier. Genau. Mit dem Quarantäneabstand. Natürlich. Und reden einfach heute ein bisschen über Privates und wie du zum Beispiel auch zum Modeln gekommen bist. Ja. Und generell so ein bisschen, wie unsere Shootings bisher waren. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ja, das ist nämlich ganz interessant. Ja, das ist eine witzige Geschichte. Ich hatte damals einen Freund und der hat halt sehr viel gezockt auf der Konsole. Und ja, was hätte ich... Wir hatten nur einen Fernseher. Also war der war halt belegt. Genau. Klar, also war klar. Das irgendwie blöd für mich. Also bin ich immer da gesessen. Und er dann irgendwann mal einfach suchte ein Hobby. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was würde ich eigentlich gern machen? Und dann ist mir eingefallen, ja, was würde ich eigentlich gern machen? Weil ich mir dachte, ich finde mich eigentlich toll. Also als Mensch. Und ich hätte gern Fotos von mir, die ich gern... für die Ewigkeit habe, ja. Und das ist ja auch schwierig mit dem Handy. Das sind jetzt nicht gerade die super schönen Fotos, die man sich jetzt erwartet von sich, wenn man jetzt dran denkt. Und ich habe mir halt dann einfach gedacht, ich werde das einfach mal versuchen, um irgendwo ein Shooting zu bekommen, beziehungsweise ob es da nicht irgendwo vielleicht eine Plattform gibt, und habe das mal im Internet eingegeben und bin auf die Modelkartei gestoßen. Okay. Die kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Ne? Und ja, die ist tatsächlich momentan wieder sehr, sehr aktiv. Also doch, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Leute so eine Spur weg vom Facebook scouten und wieder hin zur Modelkartei, also zu den Urwurzeln kommen. Das kann gut sein, ja, aber ich habe jetzt schon länger nichts mehr reinpostet, müsste ich mal wieder schauen. Vielleicht habe ich ja eh ein paar Sachen im Nachrichtenordner drin. Ja, genau. Dann habe ich mein erstes Shooting. Also ich habe mir dann auf der Seite auf der Modelkartei einmal angemeldet und habe meiner Mama dann so eine typische Kamera gegeben, die man früher zu Hause hatte, und habe ihr dann gesagt, kannst du kurz Fotos von mir machen, und habe mich so klassisch vor dem Spiegel, also so hingestellt, und habe ein Foto gemacht und habe zwei Fotos hochgeladen, einmal hockend, einmal stehend, und hatte damals kurze rote Haare, und es hat sich witzigerweise sofort wer gemeldet, der shooten möchte und der auch vertrauenswürdig war, sage ich jetzt einmal, weil es sind ja auch doch manchmal schwarze Schafe auch dabei. Und ja, mit dem habe ich mein erstes Shooting in Schönbrunn gestartet. Super klassisch. Er hat mir beim Posen wirklich sehr geholfen. Also für den Start war es einfach wirklich gut. Da hatte ich echt fotografiert er noch? Oder? Ich muss ehrlich sagen, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Okay, alles klar. Aber prinzipiell, er war echt eine tolle Hilfe. Also ich muss ehrlich sagen, man hätte schlechter treffen können. Ja. Und ich habe auf jeden Fall was mitgenommen von meinem ersten Shooting. Und da habe ich auch gemerkt, es macht Spaß. Und bist eben halt dann genau in der Szene geblieben sozusagen. Und hast gesagt so, Aufmerksamkeit gibt es ja auch. Und zusätzlich gute Resultate. Genau. Und ja, es ist auf jeden Fall, spannend. Das stimmt. Und hast du da gleich mit dem Akt-Shooting sozusagen losgelegt? Nein. Oder? Ich glaube, das macht, ich weiß nicht, ob das irgendwer gleich sofort macht. Also ich war es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr geziert und hatte auch einen Freund, der das natürlich nicht gepasst hat. Ja, na klar. Aber dann hatten wir es, nach über einem Jahr hatte ich dann den Moment einfach, wo ich mir gedacht habe, ich hätte schon gern so ein schönes Low-Key-Foto, also ohne Gesicht, nur in den schöneren Bereich, ein Foto, einfach in Low-Key, für zu Hause, für mich, nicht unbedingt jetzt zum Posten, sondern vielleicht auch für meinen Freund und so, und habe mir dann ein Shooting ausgemacht, mein Freund war einverstanden, nach langem Gerede, habe das Shooting dann gemacht und habe mir einen tollen Fotografen gesucht, muss ich auch sagen, und er war begeistert von den Fotos, mein Freund, also es war ja nicht so, dass sie ihm nicht gefallen haben. Ja, und da habe ich mir dann auch gedacht, das gefällt mir eigentlich schon sehr auch, ja, also ich habe auch kein Problem mit dem Ausziehen eigentlich, ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit mir shootet, ich bin eigentlich so,
und hoppst durch die Gegend. Genau, richtig. Also relativ easy going. Genau. Ja, aber das ist aber auch, glaube ich, weil ich selbst die Jagdfotografie sehr mag. Also, mhm. Ja, also ich habe auch genug Playboy-Zeitschriften da. So ist es nicht. Ich schaue mir das einfach gern an. Ja. Weil ich einfach, ja, ein Körper ist doch was Schönes, egal in welcher Form, absolut, Farbe, ja, und Größe. Den kann man immer zeigen. Und meine ist ja auch nicht perfekt und ich zeige ihn halt auch gern. Ob es ihm gefällt, der ist wieder was anderes. Ja, ich glaube, man muss schon trotzdem ein bisschen so erstmal Selbstvertrauen haben und trotzdem auch zu seinem eigenen Körper stehen. Ja. Und das ist tatsächlich heutzutage gar nicht mal so easy. Ja, das ist nicht einfach, das stimmt, ja. Also ich habe natürlich auch meine Probleme mit meinem Körper, ja. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt perfekt bin und mir denke, ich bin so wundervoll. Nein, ich habe auch meine Probleme und Problemzonen, aber ich versuche halt das einfach nicht nach außen zu tragen, weil ich habe halt andere Eigenschaften, die besser, genau, sind. Mhm. Ja, man kann ja nicht überall perfekt sein. Richtig, ja, richtig. Ja. Und so ist ja im Leben auch. Super. Wie ist denn das eigentlich so im beruflichen Umfeld? Bist du da öfter angesprochen worden auf deinen Bildern oder nehmen die deine Chefs zum Beispiel das Easygoing? Oh ja, mit den Kollegen mache ich es eher so, dass ich es jetzt nicht unbedingt ihnen vor die Nase halte, ja, oder so. Also wenn privat darüber gesprochen wird, was machst du so privat, sage ich schon, ich mache Fotos, dann ist auch meistens Interesse da und es wird, mhm, schon gefragt, was für Fotos und kann man die irgendwo sehen. Ja. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie sagt, schau, und da hast du den Link und da kannst du schon durchschauen. Ja. Nein, also so ist es nicht. Ich versuche das auch bei den Kollegen so ein bisschen zu distanzieren. Mhm. Sie finden es aber alle gut. Und super. Ich bin das ist auch viel, viel wert, wenn die das unterstützen und supporten, stimmt, und ja, so weiter. Weil es ist doch eine extrem große Leidenschaft von dir. Ja. Und obwohl du es nicht professionell machst, sondern eher tatsächlich hobbymäßig, bist du halt auch weiterhin voll mit Elan dabei. Und inzwischen modelst du ja auch relativ lange. Ja. Also schon relativ sechs lange. Jahre, sechs Jahre, glaube ich, schon. Sind jetzt schon. Also ja, das merkt man trotzdem auch ganz, ganz stark eben halt bei unseren Shootings zum Beispiel, dass ich dir auch keine Posings irgendwie vorgeben muss oder so, sondern du machst einfach und da kann ich mich drauf verlassen und das passt auch super gut. Das stimmt, danke. Oh ja, und was war man noch? Der Chef, ja, also Chefs haben bis jetzt eigentlich alle noch kein Problem gezeigt. Mhm. Bis jetzt war sogar einer begeistert davon. Also genau. Mein jetziger hat auch kein Problem damit, ja, muss ich ehrlich sagen. Der hat sich auch dafür interessiert und findet das toll, was ich mache. Also ja, ist schon schön, wenn man auch weiß, dass die Firma jetzt da nicht irgendwie sagt, oh Gott, du musst damit ja, aufhören. Ja, ja, voll, voll. Ja, das wäre auch ziemlich schwer für mich, muss ich ehrlich sagen. Also das wäre schon ein Problempunkt, ne? Inzwischen, glaube ich, haben wir unser fünftes Shooting oder sowas gehabt. Oder ja, ich glaube, sechstes, ja, Shooting. Fünftes, sechstes. Ja, sowas. Ich sehe schon gar nicht mehr. Wir haben, mal abgesehen von der Altbauwohnung, waren wir auch auf der Alm. Ja. Mitten im Winter. Und es war so schweinekalt, aber ich habe mir halt eingebildet, okay, wir machen hier Schneebilder mit einem schönen, langen Kleid auf elegant und wo du eben halt viel, viel siehst, also einfach von der Atmosphäre und von der Landschaft und so weiter. Ja, und die einzige Möglichkeit war, glaube ich, damals 1,5 Stunden in die Ärgste Pampa runterzufahren und einfach zu shooten. Und an dieser Stelle hier auch ein Lob, weil du hast das Kleid damals besorgt. Und ja, das stimmt. Ja, erzähl ein bisschen was von dem Shooting. Ja, es hat schon beim Kleid angefangen, mhm, das auszusuchen. Aber das haben wir auch gemeinsam beschlossen gehabt, die Farbe Rot. Richtig, richtig. Ist auch, genau, deine Entscheidung gewesen, was ja auch eine tolle Entscheidung, genau, war. Also ich wollte auf jeden Fall ein Kleid haben, was sich vom Hintergrund abhebt. Und der Hintergrund ist halt bläulich, sag ich jetzt einmal, und deswegen kommen halt Komplementärfarben Rot einfach super, super rüber. Und ja, nach langen Recherchen hast du dann ein Kleid gefunden. Ja, das ich dann bestellt habe. Genau, ja, richtig. Das eigentlich, finde ich, also das Preis-Leistungs-Verhältnis war ziemlich günstig. Mhm. Wenn wer wissen möchte, welches es war, ich kann es euch gern per Link schicken. Dann haben wir das ja gekauft und das Beste war ja, dass wir da mit dem Sessellift raufgefahren, ja, sind. Ja, das ist super. Mit dem Kleid im Sackerl. Mit dem Riesenkleid im Sackerl und die Leute haben alle geschaut, weil es waren dort, sage ich jetzt einmal, 99% Skifahrer und Snowboarder. Und wir mit dem und wir halt ohne Skischuh, ohne Winterjacke und so weiter, mit dem Sackerl und der ganzen Kameraausrüstung und den Stativen und so weiter.
Die Leute haben alle geschaut. Das stimmt, war eigentlich ziemlich peinlich, muss ich sagen. Ein bisschen, ja. Aber, aber es war schon auch witzig, oder? Aber richtig, ab dem Moment, richtig, wo ich das Kleid, wo du es mir angezogen hast und geschnürt hast, ja, und die Dame, und also das Pärchen vorbeigegangen ist und dann, hat den Kleid an? Ja, ganz perplex, ganz perplex. Hab ich gar nicht. Und dann ist der nicht kalt. Es war schon frisch. Ja, es hat, glaube ich, minus 15 Grad oder so gehabt, locker. Gefühlt auf jeden Fall. Ja, trotzdem, muss ich sagen, war es eigentlich so, und obwohl wir jetzt auf ziemlich viel Höhenmeter waren, dass nur die Pisten tatsächlich Schnee hatten. Und auf den Pisten konnten wir nicht shooten, weil da waren halt die ganzen Skifahrer und alles und hätten auch den Skibetrieb gestört. Deswegen sind wir ein bisschen noch weiter raufmarschiert. Auf die Alm. Auf die Alm eben halt. Und da war alles tatsächlich Wiese, bis auf ein kleines Fleckerl. Da war eben halt Schnee. Das war super. Und da haben wir dann geshootet. Genau, das war unser Platz, ja. Also den kann uns keiner streitig machen. Ja. Wenig Schnee und tolle Fotos. Oh ja, oh ja. Und das rote lange Kleid, das war auch traumhaft schön. Das stimmt, ja. Das und ja, da hatten wir tatsächlich auch ein bisschen Pech mit dem Wetter. Das wir immer haben. Das wir öfters haben. Ja, Problem kennen wir aus einem anderen Shooting. Im Gegenteil halt. Hitze. Richtig, richtig. Also da waren wir am Husan-Tempel shooten. Das war, glaube ich, das... vierte oder so? Ja, ich glaube, das war. Und wir haben uns halt ausgemacht um 11 Uhr, Treffpunkt unten am Parkplatz. Genau. Zu spät gekommen bin ich dann, weil einfach Verkehr war. Und wir sind im Endeffekt dann um 20 nach raufmarschiert. Und genau in der ärgsten Mittagshitze. Und obwohl sie eigentlich im Vorfeld so 18 Grad, 20 Grad oder sowas angesagt haben, hat es einfach 34 Grad. Also es war richtig arg brutal, ja, was sie da an dem Tag einfach runtergerissen hat, die Sonne. Und wir marschieren halt voll gepackt mit dem Kamera-Equipment und Stativen und Lichtern und eben halt mit deinen Sachen. Ja, mit, genau, voll gepackt. Mit dem Schirm, wir haben mit so den Schirm mit. Genau, richtig. Und in der ärgsten Hitze. Und ich so, das gibt sie nicht. Wie ich oben war, ich war so fertig und wir waren alle so fertig. Ja, das stimmt. Ja, das aber ich helfen. Muss sagen, wir haben dann eigentlich ziemlich zeitnah wieder angefangen zu shooten. Ja, also wir haben, glaube ich, 15 Minuten Pause gemacht, mhm, und dann haben wir aber eigentlich schon wieder... Genau, Gas geben. Genau. Dein war es auch so als Erholung. Weil dann hatten wir sozusagen, glaube ich, zwei Sets. Ein Fashion mit den billigen Rauchbomben aus China. Billigen Rauchbomben aus China, genau, richtig. die waren richtig billig. Also so viel, also, wenig Rauch. Und nicht nur das, so viele wie ich gekauft habe, yeah, da hätten wir eigentlich richtige Rauchbomben vom Amazon zweimal bestellen können. Locker, locker, locker. Aber ich habe mir halt gedacht, das hat so cool ausgesehen und mhm, manche Beispielfotos waren auch sehr cool von anderen Kunden. Genau. Ja, aber irgendwas ist bei meiner Lieferung schief. Na, wir hatten das Problem, es war ziemlich windig. Es waren richtig billige Rauchbomben. Ja, also die Farben waren auch nicht ganz so die Farben. Aber ich muss sagen, wir haben das dann trotzdem ganz gut hingebogen. Ja. Weil zumindest einmal, ich sage mal, 10% von den Fotos ist tatsächlich sowas geworden, wo man sagen kann, okay, die können wir ins Portfolio mitnehmen, wenn man ja die entsprechend bearbeitet. Okay, stimmt, ja. Ich finde die super. Ja, und dann haben wir ein Aktshooting auch dort gehabt. Und ja, Tempelanlage und Akt und so. Und vor allem die Tempelanlage ist ja relativ groß, auch mhm, ziemlich hoch und so weiter. Ja, und das wirkt halt super, super eindrucksvoll. Wir haben zuerst im Intro, haben wir das entsprechend gesehen. Seid ihr geguckt? So ist es, so ist es. Und jetzt spulen noch einmal alle zurück. Ja, also ich hatte schon öfter einfach die Idee im Kopf, eben halt so in einer griechischen Tempelanlage eben halt was umzusetzen und hat einfach auch da diesbezüglich, obwohl es eine gewisse Härteprobe war für uns beide, weil es einfach so heiß war. Das stimmt. Und ständig irgendwie die Leute reingegangen sind und reingeraufgekommen sind. Das haben wir auch immer die ja, das schon, ja. Aber ist tatsächlich lustig und das Pärchen war ja auch super. Das erzähl war mal. Also es war ja schon mal lustig, dass wir mehrmals ja unterbrochen wurden, aber es haben immer alle, es
belächeln eigentlich immer alle. Also es gibt nie irgendwie Beschwerden. Ja, und dann gab es aber ein Pärchen, das sich quasi quer in der Tempelanlage zum Frühstücken, glaube ich, hingesetzt hat, um eine Semmel zu essen. Wir haben das eben noch abgewartet und irgendwann merken wir dann, dass die eben länger wahrscheinlich nicht aufstehen und haben uns dann gedacht, ist ja wurscht, wir machen einfach weiter mit unserem Marktshooting. Aber die Härte darin war, dass das Pärchen wirklich barhart sitzen blieb und uns zugesehen hat dabei und schlussendlich sogar dann dich noch um ein Foto. Genau, um ein Foto. Also die waren dann, die haben uns eigentlich innerlich voll angefeuert und es war wirklich cool. Also auf jeden Fall haben wir was zum Erzählen gehabt. Bestimmt, ja, das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Ne? Stimmt, also es war schon super. Ja, und zum Abschluss haben wir dann ein kleines Video gemacht. Unser erstes Video übrigens. Genau, das wir auf was wir zusammen Seite gemacht haben, genau. Da gab es auch so viel schönes Feedback. Und das stimmt. Ja, es zeigt auch ein bisschen dich in Aktion. Mir persönlich war einfach auch wichtig, dass das Video so ein bisschen auch niederspiegelt, einfach deine Lebensfreude und dein Elan, was du an den Tag legst. Und obwohl das am Husan-Tempel passiert ist, wo wir alle komplett fertig waren, ja, das stimmt, ja, haben wir das dann auch ganz gut hinbekommen. Oh ja, das stimmt. Ich muss ehrlich sagen, auf dem Video sehe ich gar nicht so fertig aus, wie ich mich gefühlt habe. Ja. Also das haben wir richtig gut hinbekommen. Und ich habe sogar noch eine Sporteinlage hingelegt mit Handstand. Oh ja, richtig also, cool. Also ich kann es noch. Oh ja. Also war die Sportschule nicht umsonst. Ja, das war schon ein ziemliches Highlight, sage ich jetzt einmal. Stehen ja noch ein paar Sachen an. Allerdings dann erst, wenn die Quarantäne tatsächlich vorbei ist. Ja, und hoffentlich eher früher als später, aber mal schauen. Also dann muss man halt auch ein bisschen auf Sicherheit gehen. Wie ist das eigentlich generell, wenn du halt Bilder postest sozusagen von deinen Shootings, die jetzt ein bisschen freizügiger sind, also sinnliche Dessous oder eben halt Aktbilder? Gibt es da auch Reaktionen, wo du sagst, es geht absolut nicht? Das ist zum Beispiel Dickpics oder so. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich nicht gut. Dickpics sind nicht okay. Ich möchte es nur erwähnen, Leute. Ich meine das ernst. Die sind nicht cool. Ja, na, umso länger, desto besser. Also klar. Ich frage mich auch immer, was geht in den Kopf vor von dem Mann. Also verschickt er das mit der Hoffnung, dass die Frau das sieht und sich denkt, wow, oh mein Gott, also auf dich habe ich schon mein ganzes Leben lang gewartet, bitte heirate mich oder ich weiß nicht, du bist die Liebe meines Lebens. Ja, die wollen dich halt abwerben oder so und du sagst so, hey, okay, das sind jetzt 2 Zentimeter mehr, sofort überspringen, ja. Ja, vielleicht tausche ich ihn ja aus, ne? Nein, das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Aber ich weiß auch von anderen Mädchen, die jetzt zum Beispiel wirklich nur Porträts und gar nichts Dessous-mäßiges posten oder Akt, dass die auch solche Sachen bekommen. Ah, also okay. Es ist ganz... Du kannst auch ein Lied davon singen, oder? Ich kann auch ein Lied davon singen. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Also nicht, dass ich es verschicken würde, sondern ich bekomme es tatsächlich, genau. weil einige Leute dann glauben, ich bin eine sehr wandlungsfähige Frau, mal eine Asiatin, dann wieder eine Schwarze, dann wieder... Einmal groß, einmal klein. Ja, wow, du bist so wandlungsfähig. Ja, du bist extrem wandlungsfähig und schicken dann einfach mal Dickpics rüber und so weiter. Ja. Finde ich köstlich. Also, ja, da kann ich tatsächlich wieder mein Talent fürs Kontern trainieren. Aber ja. Ja, das ist diese Zwangsbeglückung, die im Internet so ist. Ja. Na, also finde ich einfach sehr, sehr spannend. Vor allem, was bei uns beiden halt super ist, ist, ich kann mich einfach auch verlassen, dass du einfach das Posing super hinbekommst. Und es ist tatsächlich easygoing. Also die Leute meinen ja immer, bei mir ist es eigentlich kein richtiges Shooting, sondern es ist halt irgendwie so ein Kaffeetratsch. Ja, das stimmt. Und ich glaube, du warst das sogar, was es sogar gepostet hat irgendwo. Ich habe einen Da steht, dass jedes Shooting mit dir wie ein Kaffeekränzchen ist. Also man kann ja auch, wir lachen viel. Wir man lachen kann, extrem man viel. Man kann auch währenddessen Probleme anreißen, ja, die man jetzt hat, weil wir ja doch auch befreundet sind. Aber ja, wir lachen eigentlich nur. Also man
Man hört uns immer nur kichern. Also, ein Shooting läuft meistens so ab, man hört irgendwo kichern. Ah, die shooten schon wieder irgendwo. Na, war echt ganz cool. Und das letzte Mal haben wir tatsächlich ein bisschen was in Richtung Shibari geshootet. Da kommen dann noch die Bilder entsprechend. Ja, da habe ich gar nichts gepostet. Nicht mal eine Preview. Noch ahnungslos. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie dazu sagen. Ja, das war tatsächlich so ein bisschen auch für dich eine komplett neue Erfahrung. Also wir haben halt versucht, mit dem Seil entsprechend kunstvolle Bilder hinzubekommen. Mhm. Und das auch eben halt über das Licht selber ein bisschen wirken zu lassen und spannend zu gestalten. Und ja, es war tatsächlich eine ziemlich langwierige Geschichte, glaube ich. Oh ja, Umwickeln und so weiter, ja. war schon wirklich heftig. Also wir haben viel Arbeit reingesteckt, muss man auch sagen. Ja, also so ist es nicht. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, wenn ihr dann die Fotos seht. Ich fand es ganz lustig, wie du eben halt ausgeschrieben bist. Dann kam irgendwo mal die Meldung so, jetzt hören sie endlich mal deine Stimme und wissen, wie du eben halt tatsächlich bist und dass du nicht so auf dem Dialekt redest und generell ziemlich redegewandt bist. Ja, reden tue ich sowieso immer viel, laut und ja, eigentlich immer zu viel. Ja. Also hier ist sie. Hier bin ich. Ja, also im Dialekt, glaube ich, habe ich jetzt nicht wirklich. Nein. Also ich versuche das schon. Ich glaube, in der Arbeit habe ich ihn eher, aber das ist normal, glaube ich, dass ja, man... Ja, absolut. Wenn alle anderen auch im Dialekt reden, sprichst du dann auch ein bisschen mehr im Dialekt. Aber prinzipiell, glaube ich, bin ich jetzt eigentlich die ziemlich schön spricht. Und meine Stimmlage, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist nicht zu hoch, also ich habe keine Quietschestimme, aber ich rede jetzt auch nicht so, wie ich jetzt privat draußen mit meinen Freunden reden würde, aus dem 10. Bezirk, also so ist es nicht. Ich versuche da schon kultiviert und seriös zu wirken, natürlich. Ob es mir gelingt, ist die andere Frage. Was sind denn so deine zukünftigen Pläne oder wo siehst du dich in den nächsten, weiß ich nicht, in näherer oder fernerer Zukunft? Im Bett. Ja, also jetzt in Zeiten von Corona und so weiter, kann das. Passiert das öfter. Ja, nein, also ich würde sagen, beim Modeln, ja. Da werde ich einfach genauso hobbymäßig weitermachen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ja, es macht ja nach wie vor super viel Spaß. Genau, ich möchte es gar nicht also professionell aufziehen, weil mich da auch schon viele gefragt haben. Das möchte ich gar nicht. Das ist mir auch ein bisschen zu viel Arbeit und du musst dann doch sehr viel Sport machen und solltest dann doch ein bisschen auf deine Figur doch achten. Ja, wobei, da du das ja den Fotografen deine aktuellen Fotos ja versprichst, ja quasi auch deine Figur. Und ich esse so auch gern und es sind so Sachen, wenn ich dann, ich möchte nicht auf irgendwas... Und trotzdem bist du so... dünn. Aber dafür verzichte ich auch, dann ja. Da wird an einem Tag wird, weiß nicht, zwei Pizzen oder so verdrückt. Nein, und da so wird der Rest der Woche wird nichts gegessen. Da lebe ich nur von Luft und Liebe. Nein, also nur ich esse schon mal. Also ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass ich vielleicht vermutlich einen guten Stoffwechsel habe. Aber es ist ja auch durch meinen technischen Beruf, den ich habe, dass ich die Bewegung habe und... Durch unser Shooting dann die Lachmuskeln. Genau. Also es ist oder eher die Lachfalten. Je nachdem. Es ist auf jeden Fall immer irgendwie eine Bewegung da. Also ja. Also auf jeden Fall das Fortführen und vielleicht auch die ein oder andere videotechnische Sequenz mit reinnehmen. Natürlich. Ja, und also vielleicht die ein oder andere Shootingreise wieder mal planen. Ja, das ist tatsächlich momentan schwieriger, aber wer weiß. Natürlich, wenn das alles sich wieder gelegt hat. Genau, richtig. Dann wäre das natürlich toll, weil ja meine letzte Shootingreise war ja auch super. In Lanzarote oder so, gell? Ja, das war toll. Es war wirklich schön. Wir sind im März geflogen, also Ende März bis Anfang April. Und es war ja dort, ist das Wetter dann schon recht warm, muss man ehrlich sagen. Und noch relativ wenig Leute, oder? Normalerweise. Ja, das auch, genau. Und das war ja auch der Plan für die Shootings. Wir haben ja von den 7 Tage 5 geshootet. Das war jetzt gar nicht so anstrengend, obwohl wir wirklich zu jedem Sonnenaufgang und Untergang geshootet haben. Puh, das heißt früh aufstehen. Genau, jeden Sonnenauf- und Untergang, 5 Tage die Woche. Und einmal haben wir es nach drinnen ins Hotel verlegt, weil es eben ein bisschen bewölkt war und das Licht nicht so hübsch war. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht hat. Obwohl jetzt viele sagen, das war ja gar kein Urlaub, weil du musstest ja früh aufstehen und am Abend auch wieder präsent sein. Wo ich gesagt habe, ja, aber ich konnte ja trotzdem dann nach
Sonnenaufgang, in die Stadt gehen, was trinken gehen, natürlich um eine passende Zeit schlafen gehen, aber es geht im Urlaub ja auch nicht darum, unbedingt jetzt dauernd betrunken zu sein oder sowas und ewig aufzubleiben. Vor allem bei einer Shootingreise ist sowieso eher die Fotos auf jeden Fall in den Vordergrund. Genau. Also soll es auf jeden Fall sein. Also natürlich, Spaß darf ja auch nicht zu kurz kommen. Aber prinzipiell, wie gesagt, zählen halt auch die Bilder und das Bildmaterial. Und dann darf man auch den ein oder anderen Tag mal früher aufstehen als sonst. Also somit hat es mich, obwohl ich eigentlich eine Langschläferin bin, hat es mich nicht gestört. Also man freut sich ja dann auch jeden Tag wieder, oh, vielleicht machen wir das und da fahren wir dahin. Also wir sind auch wirklich für jedes Shooting woanders hingefahren. Also wir waren nie am selben Ort. Wir sind immer woanders gewesen. Super, super. So viel zum Thema Video. Unser Video ist ja super angekommen und jetzt doch das Interview. Das hoffentlich auch. Also wir werden noch ein paar Bilder einblenden und so. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.